unumwunden fest. Der hat das ganz, ganz einfach, keine Herkulesaufgabe. Und dieses weitere Jahr, das ist ihm sehr gut bekommen, sehen wir jetzt hier schon unter dem Sattel unseres Maxi Ziegler. Hat noch deutlich an Rahmen gewonnen, ist maskuliner geworden, nicht mehr so ein Jüngling, den wir im letzten Jahr hier begrüßen durften, sondern vielmehr schon auf dem Weg zu einer echten Hengstpersönlichkeit, hier auch im Look seines Exterieurs. Das muss man dem nicht beibringen, das hatte einfach drin. Dieses Maß an Rittigkeit, ist dem Reiter zugewandte, schöner Bergaufgalopp dabei. So soll ein vierjähriger Youngster in der täglichen Dressurarbeit. Und schauen Sie mal das Statement an, was der Zuchtleiter aus dem Hohen Norden, Herr Dr. Thomas Nissen, dort über diesen Hengst da niedergeschrieben hat. Wer zwischen den Zeilen lesen kann, der merkt, welche Ausnahmeklasse auch dieser Hengst für ihn verkörpert. Tja, Maxi, wenn ich dir so ins Gesicht schaue, dann ist das eigentlich das, was sich ein Springreiter wünscht. Taugt wunderschön an, benutzt den Rücken, wie es besser nicht geht. Schaut euch das an. Mit so viel Selbstverständlichkeit. Sehen Sie uns. Wie ist diese Runde? Ein Bilderbuchvortrag eines jungen Jumpers. Wow. Schauen Sie, immer gleich. Mensch, Mensch, das wird eine Springpferdeprüfungssaison. Der ist jetzt 4. Irre. Haben Sie das gesehen? Sensationell, der Applaus muss mal richtig aufbrannten. So, wir wollen ihn nicht mit großem Getöse hier verabschieden, sondern so, wie er sich jetzt zeigt. Maxi, lass ihn schön auspendeln, kannst ruhig im Schritt rausreiten. Das ist ein Crack, Herrschaften.